Das Römische Weltreich. Vor 2000 Jahren sandte es eine Legion zu uns nach Germanien. Die Römer brachten uns Gladiatorenkämpfe, Brot und Spiele. Was sie noch alles im Gepäck hatten, will ich Ihnen in den nächsten 45 Minuten verraten. Meine Spurensuche führt uns in die Kaiserthermen nach Trier und zeigt uns eine Badekultur, die sich nicht hinter heutigen Wellnessbädern verstecken muss. Bautechnisch hatten die Römer schon einiges drauf. Und wie und wo sie ihre Geschäfte machten, ist legendär. Wir lassen die Städte der Römer in den germanischen Provinzen wieder auferstehen. Wir schauen damaligen Handwerkern über die Schulter und erkunden, was auf ihrem Speisezettel stand. Und natürlich möchte ich auch wissen, wie das römische Essen geschmeckt hat. Welche Spuren der Römer entdecken wir heute noch bei uns? Sie werden sehen, jede Menge, wenn wir genau hinsehen. Mein Name ist Lena Ganschow und ich nehme Sie mit auf eine spannende Zeitreise. Oft kamen sie die Flüsse entlang. Zuerst die Legionen, dann Händler und Handwerker. Und sie blieben. Die Römer haben sich bei uns festgesetzt, vor allen Dingen im Südwesten. Als ihre Feldzüge vorüber waren, haben sie in Germanien Provinzen errichtet. Hier an der Mosel fühlten sie sich besonders wohl, denn wegen des milden Klimas wächst hier der Wein sehr gut und der war ja bei den Legionären sehr beliebt. Aus den Kastellen der römischen Soldaten entwickelten sich mit der Zeit dann zivile Siedlungen und daraus moderne Städte. Und das Paradebeispiel im Südwesten ist Augusta Treverorum, das heutige Trier. Über die Römerbrücke fahre ich hinein in die älteste Stadt Deutschlands, gegründet im Jahr 16 vor Christus. Auch der Ursprung von Trier war natürlich ein Militärlager. In seiner Nachbarschaft siedelten sich Menschen an und aus dieser Siedlung entwickelte sich dann eine Stadt mit prächtigen Thermen. Und einer 33 Meter hohen Basilika. Heute der größte erhaltene Einzelraum aus der Antike. Auch das Wahrzeichen von Trier stammt von den Römern, die Porta Nigra, das schwarze Tor. Die Porta Nigra war der nördlichste Durchlass der Stadtmauer, die im 4. Jahrhundert die Kaiserstadt umschloss. Kaiserstadt deshalb, weil damals gleich mehrere römische Cäsaren in Trier residierten, das mit 100.000 Einwohnern die größte Stadt nördlich der Alpen war. Ihre Straßen waren schachbrettartig angelegt. In Trier konnten sich die römischen Baumeister so richtig austoben. Einen derartigen Bauboom hat die Stadt bis heute nicht wiedererlebt. So sieht eine typische moderne Baustelle aus. Auf den ersten Blick hat das erstmal nicht viel mit Römern zu tun. Stimmt aber nicht, denn die verwendeten zum Teil schon dieselben Materialien. Beton zum Beispiel. Ohne diese Mischung aus Zement, Stein und Wasser geht heute auf dem Bau überhaupt nichts mehr. Erfunden haben ihn aber die Römer. Die nannten ihn nur anders. Und zwar Opus Cementitium. Dieser Wunderbaustoff erlaubte es den Römern, die kühnsten Dinge zu bauen, wie zum Beispiel die weltberühmte Porta Nigra. Den Namen hat sie zwar von dem verwitterten Sandstein, aber die Fundamente und der Kern sind aus dem Beton der Antike Opus Cementitium. Wenn man sich überlegt, dass die Germanen damals in Holzgebäuden lebten, mit Mauern aus Lehm und Flechtwerk, wird deutlich, was für ein Zeichen der Macht und Überlegenheit die Römer mit dieser Porta Nigra setzten. Der Westturm der Porta Nigra ist 30 Meter hoch, das gesamte Tor 36 Meter breit. In der Mitte befindet sich ein offener Innenhof. Eine monumentale Architektur, die nicht nur mich beeindruckt. Die Porta Nigra ist der Touristenmagnet in Trier. Die Römer bauten die ersten richtigen Städte in Germanien.
Neben den Prunkbauten gab es auch einfachere Häuser, in den Handwerkervierteln zum Beispiel. Wie die genau gebaut wurden, schauen wir uns im archäologischen Park in Xanten an. Bei diesen einfachen Häusern kam nicht der aufwendig herzustellende Opus Cementitium zum Einsatz, sondern Lehm. Die Römer waren praktisch veranlagt, berichtet Hans-Hubert Heinrichs. Er ist Experte für römische Lehmbauten und hat für das Experiment in Xanten eine spezielle Lehmmischung kreiert. Sein Erfolgsrezept? Trocken muss er sein. Dann kann man den Lehm gut verdichten und er wird hart wie Stein. Seit Monaten füllen Heinrichs und seine Helfer eine Verschalung nach der anderen. Das Resultat ist ein solides, zweistöckiges Haus. Gut und günstig. Doch zuvor musste der Architekt Dr. Peter Kienzle schwierige Fragen beantworten. Wie hoch bauten die Römer die Räume? Wie groß waren die Fenster? Lag der Dachfirst parallel zur Straße oder quer? Von den Lehmhäusern stehen meist nur noch die Fundamente. Daher ist hier neben Sachverstand und Quellenstudium manchmal auch Fantasie gefragt. So könnte es zum Beispiel damals in einer Küche ausgesehen haben. Jedes Mal wieder ein spannender Moment. Nach 2 Tagen wird die Verschalung abgenommen. Der Lehm hält. Die Experten demonstrieren eine weitere Technik. Diesmal wird feuchter Lehm mit Stroh vermischt und auf ein Flechtwerk von Weidenruten aufgetragen. Das Stroh soll dem Lehm beim Trocknen Halt geben und Risse verhindern. Diese Fachwerktechnik wandten die Römer vor allem im Innenbereich an. Und so sah es dann aus. Das einfache Handwerkerhaus in der Römerstadt, wie zum Beispiel in Trier. In Sichtweite standen die großen Prachtbauten, wie etwa die Thermen. Von der ursprünglichen Bebauung der Römer ist kaum noch etwas erhalten geblieben. Eine Ausnahme sind die Kaiserthermen in Trier. Diese antike Badeanstalt wurde so vor etwa 1700 Jahren gebaut. Und die Details dazu, die kennt er. Hier musste das Wasser künstlich aufgewärmt werden. In großen Heiztürmen. Dort standen 15 Meter hohe Behälter aus zusammengenieteten Bronzeblechen. Und diese 25 Räume, die mit Heißluft, Heißwasser versorgt werden mussten, lagen zum großen Teil weit weg von diesen Heizöfen. Sie sehen da hinten diese Löcher mit den Bögen. Das sind solche Heizöfen nur für diesen Raum. Das hier wurde heißes Wasser für die vielen Becken der Thermen. Damit die Römer beim Gang von Pool zu Pool keine kalten Füße bekamen, gab es natürlich eine Fußbodenheizung. In den unterirdischen Gängen, es ist ein wahres Labyrinth, wuselten damals die Bediensteten der Badeanstalt, damit die Feuer niemals ausgingen und immer genügend frisches Wasser in den Becken war. Schon die Römer brauchten also enorm viel Frischwasser, nicht nur zum Baden, sondern auch zum Trinken und zum Beseitigen von allerlei Abfällen. Sichergestellt wurde die römische Wasserversorgung durch Fernwasserleitungen, sogenannte Aquädukte. Und die funktionierten so perfekt, dass man fast vergessen könnte, wie schwierig es damals war, an Wasser zu kommen. Ein römischer Vermessungstrupp in unwegsamem Gelände mit schwierigem Auftrag. Den Verlauf für eine Wasserleitung vermessen, über Täler und Abhänge hinweg. Außerdem müssen sie das Aquädukt so bauen, dass das Wasser zuverlässig über zig Kilometer hinweg zu den großen Provinzstädten fließt. Wie haben die Römer das immer wieder hinbekommen? Den Geheimnissen der damaligen Landvermesser wollen wir in der Eifel nachspüren. Über Berg und Tal verlief hier einst so eine römische Wasserleitung.
Mit rekonstruierten römischen Vermessungsgeräten machen sich experimentelle Archäologen daran, die Messkünste der Römer zu überprüfen und deren Techniken dabei nachzuvollziehen. Dieses Ungetüm heißt Korobat. Es besteht aus einem 6 Meter langen Balken, der mit Hilfe von Loten in die Waage gebracht wird. Kann man die Lote zum Beispiel wegen zu starken Windes nicht benutzen, hilft eine eingebaute Wasserwaage. Einfach, aber effektiv. Steht der Korobat, wird die Höhe bis Oberkante Balken gemessen. Die Länge hat man durch das Gerät, also 6 Meter. Wie einen Stechzirkel dreht die Crew nun den Korobat über dem letzten Messpunkt. Nicht ganz einfach in dem unwegsamen Gelände, doch so können kontinuierlich Höhen und Längen addiert werden. Aus Höhenunterschied und Streckenlänge lässt sich dann das Gefälle errechnen, das man für die Wasserleitung braucht. Noch ein bisschen nach links. Hier wird eine weitere Einsatzmöglichkeit getestet. Das Peilen über eine längere Distanz mit einem Ziel auf der anderen Talseite. So sah wahrscheinlich eine vorbereitende Messung zur Planung einer Aquäduktbrücke aus. Die Oberkante einer weißen Tafel wird über die Länge des Balkens anvisiert. Die Nachprüfung mit einem modernen Messgerät ergibt, dass sich die experimentierenden Archäologen nur um 1 Zentimeter vermessen haben. Fazit: Der Korobat der Römer war ein einfaches, aber sehr präzises Messgerät. Damit ließen sich Aquädukte bauen. Das Quellwasser floss über Brücken und durch gemauerte Kanäle. Noch heute sind Teile der Leitung erhalten, die ideal dem Geländeverlauf angepasst war. Ein faszinierendes Bauwerk, das die Meisterschaft der römischen Ingenieure noch nach 2000 Jahren beweist. Sicher, sauber und zuverlässig floss das Wasser von den Eifelhöhen hinab ins Tal bis nach Köln. Die Römer hatten die Anlage als reine Gefällewasserleitung gebaut und nutzten den Höhenunterschied von ca. 400 Metern aus. Über 95 Kilometer floss das Wasser von der Eifel bis nach Köln. Und so hatten die Thermen dort immer genug Frischwasser. Thermen. Das war damals etwas absolut Neues im Germanien der ersten Jahrhunderte nach Christus. Die Badekultur der Römer wurde jedoch begeistert aufgenommen. Bis heute ist sie ein Vorbild für moderne Wellnessbäder. Warm- und Kaltwasserbecken, Massagen, Fußbodenheizung. Und alles zu zivilen Preisen. Was hat es denn damals gekostet, hier baden zu gehen? Wir wissen das einmal aus einem Seneca-Brief, auch aus einer spanischen Inschrift. Für eine Person ein Ass. Sie merken, ja, da ist ganz gut Gewicht, dann ist ja noch relativ dick. Und okay, eine Vierergruppe, die hat eine Sesterz bezahlt. Und für eine solche große Münze hätte man vielleicht 2 Brotfladen bekommen, 2 Gläser Wein. Ich würde mal sagen, so wie bei uns heute 4 Euro, 5 Euro etwa. Also das Bad war preisgünstig. Denn dem Staat war gelegen, dass die Staatsbürger zufrieden waren und die Bäder mit ihrer Entspannung gehörten einfach zu dem Programm dazu, genau wie die Amphitheater. Mit in dem Eintritt sozusagen mit drin war der Besuch bei den Latrinen. Man musste ja fürs Müssen zahlen. Dafür konnte man aber da im doppelten Sinne auf gute Geschäfte hoffen. Geld stinkt nicht, soll Kaiser Vespasian gesagt haben, als er die Latrinensteuer erließ. Tatsächlich durften die Römer jedoch nicht geruchsempfindlich sein. Eine eigene Toilette hatten nämlich nur die wenigsten. Stattdessen traf man sich beim Stuhlgang in der öffentlichen Latrine.
Hier spielte man um Geld oder knüpfte Kontakte in der Hoffnung auf gute Geschäfte. Toilettenpapier kannten die Römer nicht. Man nimmt an, dass solche Rinnen mit fließendem Wasser zum Reinigen der Bürste genutzt wurden. Und die wiederum, naja, das ist Spekulation. Bewiesen ist hingegen, dass in dieser öffentlichen Latrine in Rottenburg über 30 Personen gleichzeitig auf den Holzbalken über der Rinne Platz fanden. Das hat die Steuereinnehmer von Kaiser Vespasian sicher gefreut. Hygienisch waren die Römer den benachbarten Völkern auf jeden Fall voraus. Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung waren in ihren Städten auf einem Stand, der in Deutschland erst wieder im 19. Jahrhundert erreicht wurde. Selbst nachts in dunklen Gassen hatten die Römer vorgesorgt, wenn mal einer musste. Die Urinsammelbehälter waren allerdings kein sanitärer Service der Stadtverwaltung. Nein, mit den Fäkalien ließ sich Geld verdienen. Färber sorgten dafür, dass die Amphoren regelmäßig geleert wurden. Kein angenehmer Job, doch auch hier galt: Geld stinkt nicht. Der römische Sinn fürs Praktische triumphierte. Die Bürger waren erleichtert und der Färber brauchte den Urin als Rohstoff für sein Gewerbe. Je mehr, desto besser. Die ganze Nacht war der Mann mit dem übelriechenden Handwerk unterwegs, leerte Amphore um Amphore. Wenn die Stadt dann endlich erwachte, machte er sich auf den Nachhauseweg. Es muss ein ganz schöner Krach gewesen sein, wenn die Karren mit ihren eisenbeschlagenen Rädern über die Pflastersteine ratterten. Am meisten Betrieb herrschte gewöhnlich rund um das Forum, den zentralen Platz einer jeden Römerstadt. Hier war der Markt, hier fanden Gerichtsverhandlungen statt und wurden politische Versammlungen abgehalten. Wer etwas Neues erfahren wollte, ging zum Forum. An Markttagen war im Forum besonders viel los. Aus den Kastellen kamen Soldaten, um sich über das neueste Waffenangebot zu informieren. Doch nicht nur poliertes Metall wurde geprüft, begutachtet und gekauft. Auch die Bauern aus der Umgebung brachten ihre Waren an den Mann oder die Frau. Geld war der Motor der römischen Wirtschaft. Es galt eine Währung im ganzen Imperium. Das haben wir im heutigen Europa erst wieder mit dem Euro erreicht. Nach der anstrengenden nächtlichen Sammeltour kehrt der Färber zurück in sein Handwerkerviertel, erkennbar an den typischen Arkadengängen. Diese Damen sind von der Fachhochschule Köln. Sie wollen herausfinden, wozu der gesammelte Urin gut war. Im Labor wird die Färberweidpflanze kleingeschnitten. Sie wächst bei uns im Wald und ist die billigere Alternative zu Indigo. Bei beiden geht es um den blauen Farbstoff und um an den heranzukommen, braucht man Urin. Das Blau in den Blättern des Färberweids ist nämlich erst einmal nicht wasserlöslich. Das Ammoniak im Urin, das was so stinkt, bindet den Sauerstoff des Farbstoffs. Der ist zwar dann immer noch nicht blau, aber wasserlöslich. Dazu ein bisschen Kalk und Pottasche, Deckel drauf und warten. 14 Tage. Der römische Färber hatte diese Zeit nicht. Er arbeitet mit mehreren Bottichen parallel. Zeit ist Geld. Das galt schon in der Antike. Große Stoffbahnen werden mit der Urin-Färber-Weitmischung getränkt. Und dann ist der Stoff braun. Nicht sehr appetitlich.
dazu der ganze Aufwand? Zurück im Labor in Köln. Der Gestank des vergorenen Färberweiz ist für unsere heutigen feinen Nasen nur schwer zu ertragen. Doch die Wissenschaft verlangt Opfer. Ein Stück Naturbaumwollstoff soll gefärbt werden. Okay. Ich hab's. Auch hier ist im ersten Moment kaum Blau zu erkennen. Erst langsam, durch den Kontakt mit dem Sauerstoff der Luft, kommt der blaue Farbstoff zum Vorschein. Seine Ware verkaufte der Tuchfärber auf dem Markt. Sein Weg dorthin war lang. Weil sein Gewerbe keine Wohlgerüche verbreitete, lag sowohl das Viertel der Färber als auch das der Gerber abseits der Hauptstraßen und weit weg vom Forum. Trotzdem konnte es ein fleißiger Handwerker in der römischen Gesellschaft zu einem bescheidenen Wohlstand bringen. Konnte denn so ein Färber in der römischen Gesellschaft noch weiter aufsteigen? Ja, also wenn er das Mindestvermögen für die zum Beispiel politischen Ämter nachgewiesen hat, dann konnte er politisch das Amt bekleiden, in die Stadtregierung eintreten, konnte Priester werden. Priesterämter waren auch sehr beliebt, etwa im Kaiserkult. Und da konnte er entsprechend sich darstellen. Und wer bewegte sich sozusagen in der Oberschicht? Wer hatte richtig viel Geld? Naja, die reichen alteingesessenen Familien des Kaiserhauses natürlich, aber auch die anderen senatorischen Familien, die hatten immensen Grundbesitz, reiche Häuser, reiche Villenanlagen. Das war also eine eigene Klasse für sich. Und die Kluft zwischen diesen Superreichen und der Masse der Gesellschaft war viel größer, als das heute bei uns der Fall ist. Die Reichen, die im Zentrum gewohnt haben, die viel Geld hatten, die haben ja gerne auch gezeigt, was sie hatten, zum Beispiel mit Luxusgütern. Mhm. So ein Luxusgut war Terra Sigillata, wenn man so will, das Meißner der Antike. Hergestellt wurde es unter anderem im pfälzischen Rheinzabern. Und die Produktion war nur was für Spezialisten. Spezialisten, die nach dem Motto Vorsprung durch Technik produzierten. Die Drehscheibe ermöglichte Massenproduktion bei gleichbleibender Qualität. Die Nachbarn in Germanien töpferten ohne Drehscheibe und entsprechend langsam. An die Qualität von Terra Sigillata kamen sie nie heran. Das Meißner der Antike wurde in großen Öfen gebrannt. Beim Brennprozess durfte keinerlei Asche an die Keramik kommen. Das war schwierig. Immer wieder gab es Ausschuss. Auch deshalb war Terra Sigillata richtig teuer. Die Öfen in den römischen Manufakturen in Rheinzabern gingen nie aus. Entsprechend schlecht war dort die Luft. Die Römer brauchten enorm viel Energie und Rohstoffe. Heute weiß man, sie waren die ersten globalen Umweltverschmutzer. Kunstvolle Dekors zierten Teller, Töpfe und Tassen. Sie gehörten zum römischen Ars Vivendi, der Kunst zu leben. Was auf den Teller kam, war den Römern sogar noch wichtiger. Sie schlemmten für ihr Leben gern. Also werfen wir mal einen Blick in ihre Küchen. Dort werkelte ab den frühen Morgenstunden das Personal. Köche, Sklaven, Küchenhilfen, um täglich mindestens 2 warme Mahlzeiten zu bereiten. Was in den Töpfen schmorte, versuchen Spezialisten herauszufinden, die sich bei archäologischen Ausgrabungen hauptsächlich dafür interessieren, was hinter den Küchen gefunden wird. Aus den antiken Küchenabfällen rekonstruieren sie den Speiseplan der Römer. Detektivarbeit. Knochen geben Hinweise auf die bevorzugten Fleischsorten. Aber auch viel kleinere Indizien werden gesammelt. Dafür werden die Proben zunächst geschlemmt, das heißt durch immer feinere Siebe gefiltert. Selbst die kleinste Spur ist wichtig.
verkohlt, haben die Speisereste die Jahrhunderte überdauert. Unter dem Mikroskop erkennen die Spezialisten schließlich Linsen, Weintraubenkerne, die Überreste von Datteln. Durch Artbestimmung und statistisches Auszählen tausender von Proben entdeckten die Forscher eine regelrechte Invasion der Nutzpflanzen. Die Römer haben in erster Linie den Gartenbau hier vorangetrieben und haben dazu eine ganze Reihe aus dem Mittelmeergebiet stammender Gemüse, Gewürzpflanzen und Obst mitgebracht und hier heimisch gemacht. Natürlich auch den Wein. Professor Manfred Rösch kultiviert auf seinem Weinberg am Bodensee eine alte römische Rebsorte, den Elbling. Was passt dazu besser als Austern? Diese fanden die Archäologen ebenso wie Rinder-, Schweine- und Schafsknochen. Besonders gern haben die Römer aber offenbar Geflügel gegessen. Davon fanden die Wissenschaftler besonders viele Überreste. Jetzt wissen wir schon mal, was die Römer gern gegessen haben. Aber wie hat es geschmeckt? Wie waren die Speisen gewürzt und zubereitet? Dazu mache ich mich auf ins Saarland zum römischen Landgut Villa Borg. Hier wird gekocht wie zu Zeiten der Römer. Ich bin sehr gespannt. Doch zuerst geht's in den Garten. So oder so ähnlich könnte ein römischer Kräutergarten ausgesehen haben. Was uns heute selbstverständlich erscheint, haben tatsächlich erst die Römer zu uns gebracht. Salbei, zum Beispiel Dill, Koriander, Majoran oder auch Thymian. Die Römer verwendeten die Kräuter zum Heilen, aber auch in der Küche. Die Zutaten liegen schon bereit. Es kann losgehen. Im Kessel über dem offenen Feuer werden erstmal die Bohnen weichgekocht. Ich begebe mich auf eine kulinarische Zeitreise mit der Tavernenköchin der Villa Borg, Ruth Heisel. Sie hat schon zahlreiche Römerrezepte durchprobiert. Da sollte eigentlich nicht schiefgehen. Zu den Bohnen gibt es Schweineschinken. Der Schinken ist vorgekocht, dann lässt sich die Schwarte besser abziehen. Darunter kommen viele Gewürze. Das muss jetzt auch nicht klein geschnitten werden, das lege ich einfach immer so im Ganzen drauf. Ein bisschen Honig. Haben die Römer eher würzig gegessen? Ja, die Römer haben sehr gerne kräftig gewürzt, haben auch gerne zum Beispiel süß mit salzig kombiniert oder süß mit scharf. In den Römertopf. Und dazu reichlich süßer Wein, sogenannter Mulsum, Zwiebeln und getrocknete Feigen. Eine spannende Mischung. Getrocknete Feigen. Und dann ab in den Backofen. In der Zwischenzeit bereiten wir die Gewürzmischung für die Bohnen vor. Kümmel, Senfkörner, Salz, Pfeffer und jede Menge Kräuter aus dem Garten. Gehackte Zwiebeln und die Kräutergewürzmischung werden nun mit den Bohnen leicht angebraten. Ein Schlückchen Wein dazu und dann kommt noch mal alles übers Feuer. So, der römische Schinken ist fertig. Wahnsinn, toll aussehen tut er und riechen auch, oder? Riecht der lecker? Wow, ja, lecker, ja. Der Schinken ist schön zart geworden, lässt sich prima schneiden. Und auch die Bohnen sind auf den Punkt fertig. Das ist die Erfahrung von Frau Heisel. Über den Schinken kommt dann noch eine Soße aus Feigen und Zwiebeln. Das ist ja jetzt hier doch schon eine relativ wilde Kombination aus süß und sauer. Ja, war genau. Das so? Ja, das haben die Römer sehr gerne gemacht, findet man in ganz vielen Rezepten. Und ich persönlich finde es sehr schmackhaft, also ich esse das auch gern. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Lecker. So ungewohnt, oder? Schmeckt's okay.
Nee, sehr lecker. Ja? Mhm. Würzig, aber ja. Da hatten Sie mich ja schon gewarnt. Mhm. Mhm. Spitze. So sah also der Braten eines, sagen wir mal, römischen Gutsbesitzers aus. Und so sein Landgut. Das Verwalterhaus war der prächtigste Bau. Drumherum gruppierten sich Vorratsspeicher, Ställe, Werkstätten und Gärten. So manches Landgut hatte sogar eine eigene Brauerei. Wer gute Freunde zu Gast hatte, bat ins Triclinium. Dort waren drei Liegen in U-Form aufgestellt. Man lag zu Tisch und ließ sich mit Wein und Kostbarkeiten aus der Küche verwöhnen. Doch so ging es nicht immer und überall bei den Römern zu. Im Gegenteil. In den Tavernen der Stadt saß man bei einfachen Speisen und billigem Wein und vergnügte sich mit Spielen, Klatsch und Tratsch. Handwerker, Tagelöhner, Pferdeknechte, sie bevölkerten solche Kneipen. Viele Gäste kamen, um zu essen. Sie besaßen selbst keine Küche und hatten so keine Möglichkeit, selbst zu kochen oder gar kochen zu lassen. Meist begnügten sie sich mit einem einfachen Bohneneintopf, ohne Fleisch. Je später der Abend, desto mehr Wasser kam in den Wein. Deshalb hatten Wirte bei den Römern auch den Spitznamen Wassermann. Einige Gäste bemerkten diesen Schwindel schon gar nicht mehr. Nicht ungewöhnlich in solch einer Taverne, Frauen, die ihre Dienste anboten. Der Wirt war natürlich am Umsatz beteiligt und forderte den vollen Einsatz für den Gast. So konnte der Wirt später vielleicht ein oder zwei Ass auf die Rechnung setzen. Damit wäre der Liebesdienst nicht teurer als ein halber Liter Wein. Leichte Mädchen waren damals nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil. Zur Bezahlung ihrer Dienste hatten die Römer sogar spezielle Wertmarken entwickelt. Hier haben wir jetzt so eine Wertmarke fürs Bordell. Warum gab es die denn überhaupt und hat man nicht ganz normal mit Geld bezahlt? Das war ein Eintrittsgutschein. Im Amphitheater, im Zirkus wurden Geschenke ans Publikum verteilt, Geldgeschenke, kostbare Speisen vielleicht oder auch eben so ein Bordellgutschein. Und da der Bordellbesuch was ganz Normales war in der römischen Antike, hatte auch keiner Anstoß dran genommen. Die Bordelle gehörten in jeder Ausprägung von ärmlich bis sehr aufwendig und luxuriös zum Bild der Städte dazu. Unterhaltung generell hat ja bei den Römern eine große Rolle gespielt. Hier haben wir jetzt einen Superstar aus der Arena. Wer ist das denn? Naja, da würde heute Michael Schumacher auf dem Mosaik stehen. Damals steht jetzt eben Polydus, der Name des Rennfahrers und seines wichtigsten Pferdes, Kompressor. Das war das, was sozusagen in der Arena das Tempo und die Richtung vorgab. Und diese Rennfahrer waren berühmt, wie ihre Kollegen heute auch. Die haben lange Karrieren gemacht, um die wurde von den Rennställen geworben, die haben Preisgelder angeheult. Also der Rennzirkus damals war ähnlich wie heute, nur eben ohne Autos und mit Pferden. Gladiatorenspiele und Wagenrennen begeisterten die Massen. Sie waren mindestens so wichtig wie heutige Fußball-Weltmeisterschaften. Die Stars der Arena hatten riesige Fanclubs, die sich oft gegenseitig bekriegten. Arenen gab es in den großen Städten wie Trier und Mainz, aber auch in kleinen Militärlagern wie Dambach und Künzing. Wie war es, ein Gladiator zu sein? Eine große Frage, die experimentelle Archäologen beantworten möchten. Experimentelle Archäologie ist die Erprobung dessen, was man sich zuvor am Schreibtisch erarbeitet hat. Das heißt, wenn man sich etwa mit Gladiatoren auseinandersetzt und sich Fragen stellt, wie lange dauert ein Gladiatorenkampf? Wie ist es eigentlich, wenn man einen Gladiatorenhelm aufsetzt? Wie kämpfen die eigentlich gegeneinander? Das sind lauter Dinge,
die kann man sich anlesen, man kann sich das am Schreibtisch alles zurechtlegen, aber man kann dieses Puzzlespiel, das man dann hat, erst dann zum Leben erwecken, wenn man es in die Praxis umsetzt. Und das ist der Kern der experimentellen Archäologie. Eine Gruppe Studenten der Universität Regensburg wagt das Gladiatoren-Langzeitexperiment. Unter wissenschaftlicher Beobachtung leben sie 3 Monate lang wie ihre antiken Vorbilder. Hunderte Messwerte sollen die Grenzerfahrung festhalten, die mit viel körperlichem Training noch ganz harmlos beginnt. Doch schon bald wird es rauer. Und mit dem Umzug in eine historische Arena und dem täglichen stundenlangen Üben mit Helm, Schild und Schwert bekommt das Experiment eine neue Qualität. Der entscheidende Punkt ist, dass die Männer, die dieses Experiment durchführen, gar nicht mehr wissen, wie sehr sie schon im Detail stecken. Denen ist gar nicht mehr bewusst, dass sie Gladiatoren spielen, sondern es sind Gladiatoren. Weil deren Tagesablauf fest dann an diese Sache gebunden ist. Die leben das. Die gaukeln das nicht vor für einen Film, sondern sie sind dann Gladiatoren. Erstes Training im Morgengrauen. Vor dem Frühstück, versteht sich. Drill an den Waffen. Die Bewegungen sollen in Fleisch und Blut übergehen. Dann endlich Pause. Das Essen muss wie in der Antike selbst zubereitet werden. Feine Gewürze und Kräuter sind hier nicht vorgesehen. Ebenso schlicht ist das Nachtlager der Nachwuchsgladiatoren. Essen ist fertig. Wieder einmal gibt es Bohnen. Bohnen und etwas Gemüse. Also da ich schon seit längerer Zeit eben auch Hülsenfrüchte in meinen Speiseplan mit eingebaut habe, war die Umstellung hier nicht so groß. Aber wenn man natürlich trotzdem mal bei anderen sieht, wie sie etwas anderes essen, dann gut, dann kommt natürlich schon, der Gusto. Man möchte jetzt auch etwas anderes essen, aber ansonsten, solange man es nicht sieht, ist es in Ordnung. 3 Monate müssen die Studenten die fleischlose Kost, die aus antiken Schriftquellen für Gladiatoren überliefert ist, ertragen. Fleisch, was uns leider nur sehr, sehr selten vergönnt sein wird, oder auch Fisch. Aber wohl die meisten meiner Kollegen wären wahrscheinlich schon mit einem einfachen Leberkäse-Semmel zufrieden. Also man schraubt seine Erwartungen spürbar zurück. Auch wenn es aus heutiger Sicht ein karges Leben war, regelmäßige Mahlzeiten und besonders die medizinische Versorgung war für die meisten Gladiatoren eine Verbesserung. Denn Gladiatoren waren Entrechtete, Kriegsgefangene, Sklaven, Verurteilte. Ein zum Tode Verurteilter konnte ad ludum, also zu den Spielen, begnadigt werden und kam dann in eine der Gladiatorenschulen. So entging er erst einmal dem sicheren Tod. Doch wie waren seine Überlebenschancen in der Arena? Wie viele Gladiatoren sterben in der Arena? Möglichst wenig. Denn ansonsten hätten sich diese Gladiatorenschulen binnen kürzester Zeit aufgelöst, da man ja immer auf diese erfahrenen Kämpfer zurückgreifen musste. Dennoch, am Ende lag das Schicksal der Gladiatoren in der Hand des Publikums. Neben der Arena war der Tempel das herausragende Gebäude einer jeden Römerstadt.
Der säulengeschmückte Prachtbau zeigte auf den ersten Blick, wie wichtig auch den Menschen in den germanischen Provinzen die Verehrung der Götter war. Vor dem Tempel wurden ihnen Opfer dargebracht. Das geschah überall im Imperium nach ganz strengen Regeln, damit die Götter nicht erzürnt wurden. Denn das fürchteten die Römer mehr als die schlimmsten Feinde. Zum römischen Leben gehörte auch die Religion. Im Pantheon der römischen Götterwelt war jedoch nicht nur Platz für die eigenen Götter, sondern auch für die der Eroberten. Hier in Tavern, in dem Tempelbezirk, wurde dieses Relief einer keltischen Pferdegöttin gefunden. Die Idee der Römer war einfach: solange die anderen Götter die bestehende Ordnung nicht in Frage stellten, akzeptierten sie sie. Trotz ihrer technischen und kulturellen Überlegenheit glaubten die Römer also daran, dass es noch Mächte gab, die größer waren als sie. Geopfert wurde zu jeder Gelegenheit. Als Dank für eine gute Ernte, für einen erfolgreichen Feldzug, für ein geglücktes Fest. Die Römer vergaßen ihre Götter nie. Und sie waren tolerant, solange der göttliche Kaiser und die Staatsgötter nicht in Frage gestellt wurden. Auch das ein Geheimnis ihres zivilisatorischen Erfolgs in Germanien. Stärke nach außen und klare Regeln im Inneren machten das Imperium Romanum zu einem Weltreich, das in Größe und Dauer bis heute seinesgleichen sucht. In den germanischen Provinzen brachte ihre Herrschaft über 300 Jahre relative Stabilität und wirtschaftliche Blüte. Doch das hatte dann alles ein Ende. Die römischen Soldaten wurden in die Defensive gedrängt. Germanische Stämme aus dem Osten, Franken und Alemannen bedrängten im 3. Jahrhundert den Limes und auch die Flussgrenzen. Das Imperium konnte diese Angriffe schließlich nicht mehr abwehren. Die Waffen der Römer und ihre Legionen hatten ihren Schrecken verloren. Der Druck aus den weiten Räumen des freien Germaniens wurde immer größer. Zudem hatte das Römische Reich seine innere Stabilität und Souveränität verloren. Es wurde ein Rückzug auf Raten. Auch wenn die römischen Legionen unser Land wieder verlassen haben, bis heute sind die Römer bei uns präsent. Nicht nur durch ihre prächtigen Baudenkmäler, vielmehr prägen ihre kulturellen Errungenschaften unser Leben bis heute. Unsere Zeitreise zu den Römern im Südwesten hat gezeigt, ihre Spuren sind auch nach 2000 Jahren noch nicht verwischt.